Herr Präsident, nächste Jungfernrede hier. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frieden, Freiheit und Wohlstand sind für uns irgendwie in den letzten Jahrzehnten etwas Selbstverständliches geworden, bis in diesem Februar ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg bestimmte Dinge in unserer Wahrnehmung verändert und die Welt insgesamt verändert hat. Zeitenwende, hat der Bundeskanzler gesagt, und ich glaube, er hat recht. Aber dieser Angriffskrieg hat auch dazu geführt, dass unser Blick auf bestimmte Dinge in unserem eigenen Land sich wieder neu justiert haben. Und das ist in bestimmten Teilen gut so. Das gilt besonders mit dem Blick auf die deutsche Bundeswehr. Ja, nämlich an Zeiten, in denen in diesem Land die Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten um ihre Anerkennung buhlen mussten. Ja, sogar darum, dass man sie überhaupt eingeladen hat, wenn es um öffentliche Veranstaltungen gegangen ist. Erinnere mich an Zeiten in Deutschland, in denen der eine oder andere pikiert auf die Füße geguckt hat, wenn er im ICE in einen Zug eingestiegen ist, wo ein junger Mann in Uniform gesessen hat. Meine Damen und Herren, die deutsche Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten haben unser aller Anerkennung, gerade in diesem Jahr, verdient. Sie sind integraler Bestandteil unseres demokratischen Gemeinwesens und das gilt für alle Demokraten in diesem Land, das auch anzuerkennen. Es rächt sich dabei auch, dass über die Jahre hinweg die Ausstattung der Bundeswehr durchaus in Mitleidenschaft geraten ist. Und ich sage das unabhängig von der Parteizugehörigkeit über alle hinweg. Das gilt für Unionsverteidigungsminister genauso wie SPD-Verteidigungsminister. Dankenswerterweise hat die FDP keinen gehabt. Aber sie hat sich durchaus auch mitschuldig gemacht in den entsprechenden Koalitionen dafür, die Ausstattung der Bundeswehr zu vernachlässigen. Der eine oder andere hatte gar nichts dagegen. Bei Bündnis 90 Die Grünen war das so, dass die Vernachlässigung bewusst war. Jetzt merken wir, dass uns das auf die Füße fällt, weil wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, aber auch die Verteidigungsfähigkeit im Bündnis brauchen. Und es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung mit dem 100 Millionen Sondervermögen sicherlich Schulden finanziert, die Ausstattung der Bundeswehr, die Ausstattung der Bundeswehr jetzt wieder anders in die Hand nimmt. Es ist genauso richtig, was der Kollege Koch heute Vormittag hier gesagt hat, dass dies selbstverständlich nicht ausreichen wird in den nächsten Jahren. Und dass wir deshalb ein Bekenntnis in Schleswig-Holstein auch zu unserem Bundeswehrstandort und zu unserem Wehrtechnikstandort brauchen. Ich bin deshalb sehr dankbar dafür, dass bis zu diesem Punkt mit drei unterschiedlichen Anträgen, denen ich insgesamt allen zustimmen kann, alle drei Anträge haben ihre Zustimmung verdient, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen dabei, dass wir alle in diesem Bekenntnis auch zur Wehrtechnik in Schleswig-Holstein stehen, um die Wehrtechnik in Schleswig-Holstein zu stärken. Jetzt können Sie applaudieren, Herr Kollege Kilian, weil jetzt, bis dahin ist die Gemeinsamkeit groß, jetzt kommt es darauf an, was in Ihrem Antrag, in Ihrem Alternativantrag interessanterweise fehlt. Und darauf kam es mir eigentlich mit der Antragstellung für diesen Antrag besonders an. Denn es geht nicht nur darum, die Wehrtechnik zu stärken, mit linken Bekenntnissen, die man hier vom Plenum oder vom Katheder aus machen kann, sondern es geht darum, auch politisch dafür einzustehen, dass die Wehrtechnik, die in Schleswig-Holstein eine besondere Größe hat. 1,5 Milliarden am Bruttoinlandsprodukt, das ist eine deutliche Größenordnung bei einem 100 Milliarden Bruttoinlandsprodukt. 12.000 Mitarbeiterinnen im Bereich indirekter und induzierter zusätzlicher Technologie, 7.300 Beschäftigte, die allein im wirklich wehrtechnischen Bereich unterwegs sind, 16 Firmen davon im Marineschiffbau. Das ist eine Größe. Und jetzt kommt der Teil, der bei Ihnen freundlicherweise fehlt in Ihrem Antrag. Diese Wehrtechnik war belastet dadurch, dass noch bis zum Februar diesen Jahres auf europäischer Ebene die Rede davon war, dass durch Taxonomieregelungen dafür gesorgt werden soll, dass sie als nicht nachhaltig betrachtet wird. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, und der Teil, lieber Lukas Kilian, fehlt in eurem Antrag, dass jetzt in den Beratungen, sollte es zu Social- oder auch Governance-Kriterien für den Bereich der Taxonomie kommen, hier auch besonders die Nachhaltigkeit der Wehrtechnik für Frieden und Sicherheit in Europa festgestellt wird. Deshalb erwarte ich gerade von der CDU die Zustimmung zu unserem Antrag.
in dieser Art und Weise. Denn das ist es, was jetzt gerade politisch auf die Reise geschickt wird. Darauf kommt es an. Die Bundeswehr braucht mehr als Lippenbekenntnisse. Sie braucht unsere Unterstützung, gerade auch in diesen Fragen auf europäischer Ebene. Herzlichen Dank.